Fahne begann ja, als er zum ersten Mal ausgestellt hat, war der ganze Raum vollgehängt mit solchen langen Bahnen hier, hier in der Mitte des Raumes, ich erinnere mich noch gut, überall. Das sind seine Abdrücke von bestimmten Orten, die er inzwischen auch international an verschiedensten Orten in Jerusalem und überall gemacht hat und auch dort ausgestellt hat. Bei seinen neueren Arbeiten, die Sie hier sehen, geht er völlig anders vor. Da steht nicht die proportionale Abbildung von entdeckten Strukturen in einem bestimmten Ort im Mittelpunkt, sondern die Farbigkeit. Er und seine Frau Ulrike, die hier bei diesem Projekt ganz offensichtlich intensiv zusammengearbeitet haben, gehen also an verschiedene Orte. Sie sehen hier links ist Kopenhagen, in der Mitte ist dann Südafrika. Hier haben wir Bilder von Ghana. Und dort werden Aufnahmen gemacht, die, ich weiß nicht aus welchen Situationen entstanden sind, die aber eine bestimmte Farbigkeit abbilden. Und dann wird diese Farbigkeit in eine diffuse Malerei umgesetzt, die mit Pigmenten sehr viel arbeitet. Dirk Fahne geht her und trägt Pigmente auf und verwendet als Bindemittel das Fett seiner Finger, indem er hergeht und die Pigmente in das Papier einreibt. Ist also keine fertige Farbe, sondern die Farbigkeit entsteht durch die Oberfläche des Papiers, durch den Aufdruck, durch das, was er vorher gemacht hat, wie sich seine Hände anfühlen. Von daher sehen Sie diese Tiefe in den einzelnen Bildern, die dann geschnitten wird durch solche Einbringungen in Schriftform, die einen Hinweis auf den jeweiligen Ort geben. Und ich sage einen Hinweis, weil die Beschriftung nicht immer so eindeutig ist wie hier, sondern oft aus einer Reihe von Ziffern und Buchstaben besteht.